Alles schön fertig da unten. Sehr gut. Ja, nicht wirklich alles. Aber sei es drum, das schaffen wir noch schnell genug. Du setzt das dahin. Das hier sieht sehr gut aus. Wie viel Blei ist da noch? Nicht viel. Das heißt, du machst jetzt die letzten Fitzelreste von dem kleinen Ding da weg und dann nomnomst du das. Dann setzen wir dich um. Dann ist der eine Drill fertig, dann ist der Roboport fertig, aber das wird nicht bis hier hinten hinreichen, ne? Nee. Okay, ich mache noch einen kleinen Trip. Ich hoffe, du hältst dich wacker, Basis. Das dauert nicht lange. Ich muss nur ganz kurz zu deinem verstorbenen Kollegen. Was wollte mir hier alles geben? Eisenplatten. Ja, nee, das kann warten. Zum verstorbenen Kollegen da drüben, also zum Eisen 1. Weil wir hatten zwar alles automatisiert, das abgerissen werden sollte, aber nicht die Sachen, die wichtig waren für den Abriss selber. Also zum Beispiel der Roboport. Genau, der steht da nämlich noch. Und noch ein bisschen Stromkram für den Roboport. So. Und wir haben vergessen, den Kobalt abzubauen und andere Dinge. Und hier sind noch mehr Roboports. Das kommt alles mit. So. Jetzt haben wir genug Roboport, um die Kristalle abtransportieren zu lassen. Also darum, darum, darum. Wie viele Laufdinger habe ich eigentlich drin? 5. Ich denke, bei Zeiten werde ich nochmal einen Fusionsreaktor bauen und dann nochmal ein, zwei Gehhilfen. Also ich könnte jetzt auch schon einen bauen. Nö, fehlen mir wieder die roten Engines. Also ich muss die Linie bauen. Da. Setze bitte da einen hin. Ah, geht auch schon mit 2. Okay. Und dann da irgendwo ein. Was? Einen hin. Dann machen wir daraus aber eine lila Kiste. Zack, fertig. Müssten jetzt alle angeflogen kommen. Genau. So, und du bist ein toller 5er Drill. Davon haben wir jetzt 2, was sehr schick ist. Kommst bitte dahin. Ist das da bitte voll? Das war quasi instant. Wobei auch hier sollten wir wieder Produktivitätsmodule benutzen. Also die rosanen Dinger. Aber den kriegen wir jetzt. Ups. Das war so nicht geplant. Den kriegen wir jetzt 5 oder was mehr bei raus. Das ist auch nicht so die Welt. Das, ja. Aber später, ja. Wenn wir später irgendwie 5er Produktivitätsmodule haben, dann immer her damit. Und was macht ihr da alle? Das ist hier sehr schön, dass ihr kuscheln wollt, aber... Active Provider Chest. Hä? Achso, du hast keinen Strom. Ah, ich war schon dezent irritiert. So, jetzt seid ihr verbunden. Das heißt, jetzt müsstet ihr eigentlich alle da rauskommen. Ah. Und die Sachen. Warum? Nee. Ich sag nichts mehr. Es ist okay. Mach das dahin. Tu Dinge in eine Kiste. Mach das schneller. Nimm das da wieder mit. Und dann zerlegst du mir bitte das gesamte Mauerstück. Das Mauerstück, das Mauerstück, den Wald. Den Wald. Nicht die Gleise. Und das da. Und dann gucken wir weiter. So. Also Blei sollte jetzt ein bisschen was da sein. Ich denke mal, es werden so 1200, also 1200 Stück sein oder so. Oh Mist. Wie viel Zink ist das? 692. Das kann ich kurz in der Tasche mitnehmen. Das ist nicht das Problem. So, da, 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 dahin. Du. Dahin. Ah, warum hast du keinen Strom? Willst du mich veräppeln? So. Speed. Sehr gut. Und das sollte dann auch erstmal für das Erste reichen. Ich sollte trotzdem regelmäßig mal wieder losgehen und solche Vorkommen suchen. Aber für das, was ich jetzt vorhab, reicht es. Also einsacken, einsacken. Hier oben einfach in die Kiste schmeißen. Und ich denke, ich brauche bei Zeiten mehr Sonderschmelzen.
Also momentan habe ich nur eine einzige Schmelze. Die ist zuständig für Zink, Gardeit, Kobalt, alles andere außer Eisen und Kupfer. Und ich denke, die ist ein wenig überfordert. Achso, die Roboports sollten da bleiben während der Abbauaktion. Da ist die arme, tapfere MK1-Schmelze. Es tut mir ja fast schon leid, da so zu gucken. Kriegst auf jeden Fall schon mal die besseren Speed-Module. Oh Mann. Jetzt machst du Kobalt, was wir gar nicht wirklich brauchen. Nimm lieber hier Blei und Zink. Blei. Tu das wieder rein. Und du mach mal spaßeshalber Zink. Das schmeißt er in die Steinkiste, aber ist ja auch nicht wirklich wild. Eigentlich müsste ich das gleich bekommen, oder? War zumindest der Plan. So, Roboports können raus. Bleiplatten kommen, das ist sehr gut. Das sind alles noch MK1-Schmieden hier auf der rechten Seite. Muss ich aber nicht wirklich ändern, weil Stahl kommen wir soweit ganz zurecht, das ist okay. Was geht's eigentlich hier mit? Wow. Ihr seid echt schnell geworden dank der Speed-Upgrades. Ich hab's nicht beschränkt. Bam. So. Nehmen wir davon ein bisschen was mit. So. Also Rubber haben wir auch erstmal genug, dank der Farm. Das ist gut. Tungsten. Tungsten fehlt. Gib das her. Gib das her. Habe ich... Zeig mir die Sonderkiste. Nehmen wir hier 400 Tungsten. Und schmeiß das einfach mal hier unten rein. Was soll's. Da. Da. So kriege ich meinen Tungsten. Ich hätte gern noch einen davon. Dafür brauche ich nur Zink. Habe ich genug von den da? Ja, da unten sind sie. Das heißt, ich baue jetzt noch einen davon. Mit dem baue ich den da. Wir brauchen nur einen Vierer für einen Fünfer. Richtig, richtig. Okay. Smart Dingens, Bumsens. Die brauchen das Zink. Bau schon mal einen Indestructible Rotor. Den braucht man nämlich, glaube ich, auch. Advanced Rotor. Die brauchen Indestructible. Ugh. Okay, bau auch noch einen Advanced komischen Rotor. Während ich weiter mit Zink gefüttert werde. Gib mir das. Und gib mir das. Ta-ta-ta-ta, 600. Wir brauchen mehr als 600, aber das ist egal. Ich habe immer noch 10. Wohin bringt ihr das Zeug? Ich sehe es in die Richtung hier fliegen. Da, 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 da. Oh. Nein! Oh nein, 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 nein. Stopp. Warum tut ihr mir das an, Roboter? Die machen daraus Kabel. Also ja, es ist jetzt schön, dass wir noch mehr lila Chips haben, weil wir so schön viele Kabel haben, aber... Abbrechen. Also lila Chip-Produktion ist jetzt gestoppt. Gib mir das. Und ich würde gerne den Robotern sagen, wenn ihr irgendwas Tolles im System findet und ich möchte das haben, dann bringt es zuerst zu mir und dann zu diesen nicht beweglichen Objekten namens Kiste. Na gut. Geh hier runter. Jetzt kommt es zu mir, richtig. Okay. Das heißt, das. Wir bauen... Wie viele Advanced Rotoren haben wir? Erst einen. Bau... Advanced Rotor. Bau... Filter Item Exit. Da kommt das nächste Zink-Ding. Wir brauchen für den... Für den hier brauchen wir... Zweimal Indestructible Rotor. Wir haben einen Indestructible Rotor. Also baust du noch einen Indestructible Rotor. Das müsste gleich richtig racki-zacki gehen, sobald ich erstmal das Zink habe. Weil ich die ganzen Zwischenschritte jetzt schon mache. Good Frame war für... Gar keinen.
Wir brauchen ein Highly Advanced Frame und ein Advanced Frame. Advanced Frame? Highly Advanced Frame. Nochmal Advanced Frame. Ah, wir brauchten ihn gut für den Advanced. Ja, genau. Das. 17. Bundled Y hätte ich mir auch oben abholen können. Sei es drum. Warum kommt kein Zink mehr? Oh, weil es alle ist. Nimm Zink. Dual Zink da rein. Ist wichtiger als Stein. Komm schon. Na gut, ich sollte nebenbei was Produktives machen und nicht neben der Kiste stehen und warten, bis Roboter mich mit dem Inhalt der Kiste füttern. Das heißt, ich mache unseren Akkupark hier unten mal weiter. Setze dann den Blueprint für die Solaranlagen. Und ich glaube, ich mache den gleichen noch weiter. Einfach nochmal so einen Block. So. Hier genau, unser Solarpark. Der inzwischen, ne? Okay, jetzt gerade nicht, weil es dunkel wird, aber der ging richtig ab. Das heißt, wenn wir dich jetzt erweitern bis, sagen wir mal, hier. Sollte drin sein von den Ressourcen. Den bringt ja schon mal ordentlich was. Du bist alle. Ja, du bist alle. Du bist auch alle. Ja, du bist auch alle. Okay. So, also Kupfer ist bald aus. Das heißt, wir müssen uns nach dem nächsten Feld um... ja. Sehen. Dreierdrill. Kann ich hier mit zwei Dreierdrills nicht abdecken? Tu bitte in rote Kisten. Und hier ist keine Abdeckung. Das muss ich auch beenden. Muss ich auch ändern. Wir brauchen hier ein bisschen Roboterabdeckung. Ich hatte ja irgendwie 4 Roboports oder so dabei. Auch wenn ich die irgendwie immer übersehe. Hier sind nur noch 2, weil die anderen 2 unten arbeiten. Aber das schaffen wir später schon. Da. Da. 1, 2 Abstand. Hier kommt einer hin. Zack. Und theoretisch dann hier irgendwo, aber das ist niemands Land. Das heißt, hier bappe ich den nächsten hin. Da. Ist jetzt eigentlich Ressourcen- und Zeitverschwendung, das so zu machen. Weil wir brauchen hier gar keine Roboterabdeckung. Aber ich denke, wir können uns das leisten. Ja, können aber jetzt 6 neue bauen. Das ist schon okay. Das heißt, du setzt bitte das so hin, dass hier auch gleich Licht ist. Das macht er nicht. Doch, so macht er. Dann wird da das Kupfererz runtergebracht. Zumindest zu den paar Schmelzen, die es gerne hätten. Das Eisenfeld hier schnappe ich mir auch noch. Es geht sogar mit einem Einer-Drill. Wie geil. So. So. Wird auch wegtransportiert. Aber jetzt mal im Ernst. Welches Kupferfeld nehme ich mir als Außenposten? Das da wahrscheinlich, ne? Das ist ja die kürzeste Zugstrecke der Welt. Nee. Nee. Hatte ich da unten nicht schon sogar was? Wart mal kurz. Also erstmal gehe ich zurück zu unserem Kristallding, weil das habe ich ganz schön lange alleine gelassen, was ich eigentlich gar nicht wollte. Genau. Reiß hier die Sache ab. So. Das bleibt hier, das bleibt hier. Das ist okay. So, Roboport. Das hätte ich jetzt eingesagt. Dann gehe ich... Oh, Autosave. Dann gehe ich hier runter. Und guck, was ich hier gemacht habe. Weil ich habe da irgendwas gemacht. Ich weiß noch nicht mehr was. Ja, das ist ein leerer Drill. Und ich brauche unbedingt hier irgendwo auch noch einen Ausgang. Das sieht so albern aus. Und mir fallen noch 30.000 andere Sachen ein, die ich machen wollte. So, du bist alle. Dafür nehmen wir jetzt... Blei fehlt. Ist in Arbeit, ist in Arbeit. Nimm... Ich brauche mehr Drills.